Immer wieder fühlen sich Fernsehzuschauer von der GEZ abgezockt. Die unendliche Geschichte geht jetzt weiter bei N24 Objektiv. Viele Menschen ärgern sich schwarz über die saftigen Gebühren für Radio und Fernsehen. Nützt nichts. Wer guckt, muss auch blechen. Und auch nichts Neues mehr. Wer nicht guckt, soll auch blechen. Hier sind die neuesten und ziemlich absurden GEZ-Irrtümer. Wer jetzt keinen Urlaub bucht, ist selber schuld. Wir sind in der Krise und die Hotelpreise im Keller. Nur das eigene Budget ist auch knapp. Deshalb zählt natürlich jeder Cent. Wir haben zwei Reporter mit 150 Euro losgeschickt. Einen nach Frankreich und einen nach Polen. Mal sehen, wie weit die beiden damit kommen. Weg vom Meer, ab in die Wanne. Ein Fernseher, der in einen Spiegel integriert ist. Ein Unterwasser-Soundsystem für die Wanne oder ein Badewasser-Überlaufalarm. Es ist vielleicht unnütz, es klingt aber klasse und man will es haben. Ob diese technischen Spielereien auch was taugen, das klären wir jetzt. 170 Stunden verbringen wir übrigens im Bad jedes Jahr. Das sollte aber nur eine kleine Randinformation sein. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei N24 Objektiv. Ich freue mich auf Sie.